Liebe Eishockey-Freunde, ich begrüße Sie leider zur letzten Pressekonferenz in der Saison 2010-2011. Die Vertreter der Presse, die haben es jetzt schon wieder ein bisschen ruhiger. Dietmar Friedl, Werner Heuer und Roland Halmen. Wir haben wollen nicht am Sonntag spielen, weil es sollte morgen 26 Grad sein. Wir wollen das nächste paar Tage genießen. Und wir haben die letzten 48 Stunden nur die Defensiv konzentriert. Wir wollen die Saison heute dicht machen, weil die haben ein paar gute Spiele, der Bilke und Michi, wenn er da. Gratulation an die Nauheimer. Die, letztendlich muss man sagen, dass die verdient weiter gekommen sind, weil wir aus unseren, das was wir in der Vorrunde oder in der ersten Runde da in Überzahlspiel die Tore geschossen haben, daraus haben wir in der Serie gar nichts gemacht und wie der Fred gesagt hat, die Bad Nauheimer standen sehr gut in der Defensive und wir haben ein angenehmes Wochenende.